Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video in Ilias Welt mit Armin und Ilia. Genau, schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Wir sind heute mal unterwegs, wieder mal seit langem, weil wir waren viel länger nicht draußen. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir nehmen euch heute einfach mal ein bisschen mit und zeigen euch so, was wir machen, wenn wir unterwegs sind. Und wir sind jetzt schon bei unserem ersten Stop, und zwar beim Starbucks. Genau, weil das lieben wir über alles. Schau, aber machen wir ein schönes... Zeig mir, wie du vom Starbucks fehlst. Wunderbar. Und da holen wir uns jetzt gleich mal was zu trinken. Ja. Okay, der, was nimmst du? Ich nehme wahrscheinlich eine große Chai Latte. Ich nehme auch eine kleine Chai Latte in kalt. Ja, natürlich. Auch. Natürlich in kalt. Chai Latte ist wirklich das Beste, was man trinken kann beim Starbucks. Sag ich ja. So, wir haben jetzt unsere kleine Chai Latte und große. Boah, du hättest jetzt alles draufgeschüttet, oder? Nein, hätte ich nicht. Okay, ja, ich habe Strohhalm, Biele mag kein Strohhalm. Genau. Komisch. So, jetzt schauen wir mal. Angeblich ist hier überall urwenig los, wegen Corona. Mal schauen, wie das jetzt auch so ist, ob man auch noch in Geschäfte darf. Ich war jetzt echt lange, seit Weihnachten oder so, jetzt nicht mehr draußen. In so einem Einkaufscenter oder so. Mal schauen, wie das ist jetzt wegen Corona, ob wir da bei jedem Geschäft zu unseren 3G-Nachweis zeigen müssen. Oder das 2G, ich weiß nicht, das ändern die alle die ganze Zeit. Jedenfalls schauen wir mal. Es ist halt wirklich gar nichts los, gar nichts. Es ist wirklich sehr, sehr, also dafür, dass normalerweise sehr viel los ist hier, ist wenig los, aber mal schauen. Jedes Geschäft ist gerade irgendwie voll den Hype, weil jeder hat irgendwie die Sachen, die gerade richtig in sind. Gell? Oder? Ja. Danke. Dann noch einen schönen Tag. Danke, euch auch. Dankeschön, ciao. Oh, süß. Ein kleiner Fien, haben wir getroffen. Ist immer lieb. Leute, wenn ihr uns seht, ihr könnt uns gerne ansprechen, wir beißen nicht. Keine Sorge. Was machst du? Diese Teile sind urlustig, weil du hast so keine Rolltreppen, sondern nur so stehen. So, wir sind jetzt bei Pull & Bear und ja, wir wollen natürlich sofort rein. Wir haben eine neue Kollektion oder so. Haben eine neue Kollektion, aber ich weiß noch nicht ganz, was ich davon halten soll. Der ist süß. Der ist doch perfekt. Aber du hast so viele braune Pullis, aber und es kommt der Frühling und du kannst kein Braun mehr tragen. Such dir mal ein bisschen was Farbiges. Okay, das da? Die Arme ist so obsessed mit Braun. Ihr Kleiderschrank besteht aus Braun. Das sieht aus wie von Brandy. Ui. Du hast recht. Oder das da, der ist doch cool. Nein, der ist auch so farblos, Arvin. Das sind alles so dunkle Herbstfarben. Ich weiß, aber Braun ist, ich weiß, diese dunklen Farben sind im Hype gerade, aber ich meine, im Frühling muss man doch was Buntes anziehen. Der ist doch cool. Oder das da. Oder Arvin, ist auch nur, weil aber hier sind, müssen wir nicht gleich wieder shoppen gehen. Ja. Wir haben gerade echt genug zu Weihnachten bekommen. Nur kurz mal so nebenbei gesagt. Outfit-Check. Schuhe von Axe, Hose von Bershka, I guess, und Pulli von Nike. Letzte Farbe. Was ist das da? So dann. Nein. Die sind so Sommer. Aber ich finde den Regenbogen cool. Das sollte ich meinen Kasten mal machen. Es gibt mir auch wieder so Herbst-Vibes. Das ist ganz süß. Das ist cool. Ist auch cool. Wir haben eh ein paar Sachen schon gefunden, die wir eventuell mitnehmen. Aber mal schauen, ob wir das jetzt auch wirklich tun. Die Meistheit davon sind Ilias Sachen. Das ist meins. Das sind Ilias. Und das wollte ich immer auch. Aber ich glaube, ich gebe das lilane Ding wieder weg. Warte, zeig mal das lilane Ding kurz. Zeig mal her. Also das sind süß für Sommer. Oder, oh, mein Drink ist schon leer. Ja. Okay, warte. Also das finde ich ganz süß für Sommer. Das habe ich mir gedacht, vielleicht mit einem Rollkragen, weißen drunter, aber ich weiß nicht. Ich habe eine lilane Hose, mit dem ich das cool anziehen könnte. Und das finde ich vielleicht auch noch ganz cool, aber ich weiß nicht, das sieht ein bisschen so aus wie so ein Kartoffelsack. Das habe ich gerade gezahlt und habe noch was gefunden. Super. Wir haben noch 3 Fans von uns getroffen. Hallo. Ussis. Und ihr wollt ein Foto, oder? Ja, gut. Wir haben ein paar süße Sachen geholt. Die 3 T-Shirts. Ich habe noch eine ursüße Bluse gefunden. Die seht ihr auf jeden Fall mal in einem Video, wenn ich sie anhab. Und oh mein Gott, Arvin, schau mal, wie krass. Boah, ich liebe diese Lego-Ausstellung hier immer so sehr. Das ist von der Titanic, oder? Das ist, ja, das ist die Titanic. Oh, nice.
Ich würde mir Titanic nur wegen Jack kaufen. Nein, wegen Leonardo DiCaprio. Aber let's go. Wo wollen wir als nächstes hin? H&M. H&M. Keine Ahnung, wo der ist. Wahrscheinlich, der ist ganz hinten. Aber egal. Wir machen Bewegung. Wir waren lang genug damals im Lockdown. Das ganze Essen, was wir aufgebaut haben, müssen wir jetzt wieder abbauen. Nein, laufen werden wir nicht, aber ich habe noch mein Getränk. Warum ist sie so motiviert? Die Arwen ist fertig mit ihrem Starbucks-Getränk, aber ich will ihre Eiswürfel. Nein. Warte. Nein, jetzt bleibst du nicht mehr. Ich wollte noch zeigen, mein Name. Da stand Arwen drauf. Aber jetzt habe ich Eiswürfel. Und wohin gehen wir jetzt? Immer noch zum H&M. Weißt du noch, das ist das schöne Geschäft? Ja! Oh, da schauen wir es uns rein. Weil die haben echt süßes Deko-Zeug und so. Zu empfehlen. Ist das eine Laptop-Tasche? Oh, ich habe da so ein süßes Federknall gefunden. So eine Federknallkiste. Das ist so süß. So, also wir wollten jetzt eigentlich zum H&M, aber der liegt auf der ganz anderen Seite. Deshalb gehen wir jetzt zu Bershka. Und magst du noch zu Zara? Nein, oder? Aber ich will gerne zum Zara machen. Okay, gut, dann gehen wir zum Zara und zum Bershka und dann gehen wir noch zum H&M. Oder? Ja. Okay. Hast du? Brauchen Sie auch einen Ausweis? Oder? Ja, bitte. Da ist gerade... Ah, das ist auch. Warte. Und dann raus. Wir sind jetzt hier gerade zum Zara reingekommen und die haben tatsächlich nach Zeugenachweis gefragt. Finde ich einerseits sehr, sehr cool, dass sie das machen, damit man sich halt hier nicht ansteckt und dass die Leute auch was haben. Das habe ich ja schon, aber das hätte ich nicht gedacht, dass sie das auch wirklich schon in Geschäften fragen. Ich dachte immer nur Restaurants. Okay, was ist aber? Schau mal, das ist das, was du hast. Das habe ich ja. Aber das gibt Burschen. Oh, schau dir das Pinke an. Ich liebe dieses T-Shirt ja über alles. Und das sind echt coole Farben. Boah, wow. Mega. Aber der grüne Pulli ist auch echt cool. Der grüne ist auch nice. Also ich finde den ja echt cool, diesen grünen Pulli. Aber... Die ist ja cool. Ui, was ist denn das denn? Das ist ja cool. Das möchte ich mir jetzt anschauen. Das ist cool. Also das ist das Ähnliche, was ich gerade anhabe, aber halt, dass es nur ein Pulli ist. Aber das aber ist doch viel zu warm. Ja, das stimmt. Das wissen wir doch. Ich muss die Abend ständig daran erinnern, dass jetzt Frühling kommt, Abend, und Sommer. Ja, du kannst doch nicht die ganzen Sachen. Also ich überlege mir das mitzunehmen, aber ich weiß nicht. Ich muss ja jetzt nicht jedes Zeug shoppen, was ich finde. Oh, wow, oh mein Gott. Oh, die ist ja cool. Okay, also ich werde jetzt die Hose probieren und ich hoffe, sie passt mir, weil die ist so cool. Und das ist so die einzige bunte Hose, die ich jetzt mal für meine Größe finde, nicht immer für die Bulea. Aber hier sind echt coole Sachen. Also sie passt, aber irgendwie sieht die komisch aus. Ich frage mal die Ilia. Ilia, was sagen wir dazu? Ja, die Hose ist ganz cool eigentlich, aber welche drei Outfits würdest du halt anziehen mit ihr? Naja, halt den grünen Pulli, den ich für den Pulli B gekauft habe. Dann vielleicht mit einem lilanen Oberteil, also halt mit einem lilanen Pulli. Mhm. Und sowas halt. Ja, schauen wir mal. So, als nächstes haben wir diese Zebra-Hose. Ich finde die nämlich auch ganz cool. Ich würde die kombinieren mit so einem eher einfacheren T-Shirt. Nicht zu viel, sondern einfach so ein dezenteres Shirt. Aber sie ist ein bisschen groß und hängt so ein bisschen runter. Deswegen weiß ich nicht. Ja. Aber mal gucken, was an. Aber ich habe die noch gefunden. Ich finde, die hat eine mega Farbe. Und auch der Schnitt ist voll cool. Von hinten hat sie auch nochmal so Muster. Und das will ich halt dann eben zum Beispiel anziehen. Mit dem pinken T-Shirt, das sieht bestimmt ziemlich nice aus. Auch selbst so mit dem sieht es cool aus. Also ich finde die Farbe einfach echt nice. Deswegen habe ich sie jetzt mal im ersten Sinne genommen. Dankeschön!
So, auch hier wurde wieder noch 2G nachgefragt. Wir sind jetzt bei der UMPerschka drinnen, weil die Arwen unbedingt noch was schauen wollte, wegen einer Weste oder so. Ja, nach einer Zipjacke, die man halt auf und zu machen kann. Genau, und da schauen wir jetzt nach, ob wir die finden. Okay, gut, ich schaue es mal. Ich habe vorhin eine gesehen, die sieht aus wie so eine Collegejacke. Ich schaue da jetzt nochmal, weil die sieht eigentlich richtig cool aus. Die sieht halt so von hinten aus. Und sie hat halt vorne so einen Zip. Und ist halt ein bisschen oversized, aber die, der ist auch richtig cool. Das ist so eine, auch mit Zip. Aber ich frage mal die Ilia, vielleicht weiß sie das besser. Ilia? Ja? Ich habe eine gefunden. Also halt zwei, du musst mir jetzt sagen, welche. Ich glaube, die ist nicht viel so groß. Die ist, glaube ich, viel zu groß, Armin. Die sieht viel zu groß. Das sieht lustig aus mit der. Oh Gott, das kann ich nicht. Nein, die ist viel zu groß, leider. Aber sie sieht cool aus. Für die Armin gibt es leider. Es ist immer ein bisschen schwierig, was wir die Armin so finden. Weil die ist halt so klein, aber ich habe noch ein paar Sachen gefunden, die ich ganz cool finde. Also, aber dieses urcoole grüne Teil, hoffentlich sieht damit nicht aus wie ein Frosch. Aber so ein Glitzertopf, so ein schwarzes, schräges und noch ein urcooles Kleid. Blau-grün Kleid gefunden, das finde ich für Sommer sehr, sehr cool. So für Partys, auch wenn es vielleicht keine gibt, egal. Und dann hier zum Beispiel so diese blaue Weste, die die Armin haben wollte. Und ich nehme sie jetzt, weil ich sie selber ganz cool finde und die Armin sie dann auch mal tragen kann, wenn sie mir nicht mehr passt. So, meine Lieben, das war's mit unserem kleinen Mall-Vlog. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr uns einen Daumen nach oben gebt. Ihr könnt sehr gerne auch unseren Kanal abonnieren und aktiviert die Glocke, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. Habt noch einen schönen Tag. Ciao. Tschüss.